Hallo, servus und willkommen zu einem weiteren World of Tanks Replay. Dieses Mal endlich mal wieder im Löwen auf Fjorde. Hab den Löwen jetzt lange Zeit nicht gespielt, weil ich die Crew im E75 hatte und jetzt ist die Crew im E100. Habe mittlerweile eine neue Crew auf dem Löwen, beziehungsweise eine Crew auf dem Tiger Porsche. Und diese Crew ist jetzt im Löwen drin. Der E75 hat auch eine neue Crew bekommen. Die ist aber auch erst bei 100% und wird irgendwann auf den Löwen gesetzt, sobald die Tiger P-Crew besser ist. Ja. Ganz egal. Jetzt reden wir mal über den Löwen hier. Und über dieses Match. Und was gibt's zu sagen? Ich fahre erstmal nach unten. Ich habe gerade das Video vom E100 aufgenommen. Ich bin noch ziemlich kaputt. Diese scheiß Batschat. Ich reg mich immer noch auf. Aber okay. Please, Jagdpanther, schieß mir nicht in den Turm. Danke, jetzt darfst du wieder schießen. Ich mag den Löwen immer noch. Ist ein geiles Gefährt. So, währenddessen ich noch auf dem Weg bin, sind die ersten hinten angekommen. Kriegen schon mal mächtig aufs Maul. Vor allem der 5100. Der irgendwie nicht zurückschießt. Nur bekommt. Was macht der da? Einmal geschossen. Zweimal geschossen. Einmal Abpraller kassiert. Toll. Dreimal geschossen. Ja. 5100, du bist ein Idiot. Einfach eine herrliche Kanone vom Tiger, vom Löwen. Der Tiger auch, aber der Löwe erst recht. So, jetzt wird's schwierig. Komm, nicht mir eine reindonnern. Aua, der hat mir eine reingedonnert. Blöde Sau. Ich konnte mich bisher immer auf die Kanone vom Löwen verlassen. Eine der wenigen Panzer, wo ich wirklich sagen kann, die Kanone ist hundertprozentig verlässlich. Der E5 zickt mal rum. Der E100, da brauchen wir nicht drüber reden. Der E75 genauso. Aber beim Löwen. Eigentlich immer, wenn die Kanone nichts gemacht hat, war es meine Schuld. Ganz anders die Panzerung. Auf die kann ich mich nie verlassen, mein Löwen. So, und ich kriege ja die ganzen Schaden statt der. Seht ihr das, wie geil die treffen kann? Okay, zurück. Ich kriege den ganzen Schaden, den eigentlich der Tiger bekommen müsste. Jetzt hat er mal endlich einen Schaden bekommen. Aber. Jeder Schuss, den ich setze, der kostet mich halt Leben. Ein bisschen blöd. Deswegen muss ich schauen, dass ich irgendwie mit meinem Turm ein bisschen besser spielen kann. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Oder haben wir den feindlichen Panzer, weil der KV-3 hat dem 28 Prototypen gerade ein bisschen die Schussbahn versaut. Ich sag's schon, die Kanone ist geil! Ja, es steht übrigens 8 zu 10, es schaut nicht mehr ganz so doll aus für uns. Ja klar. Au! Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Ich habe zu lange zum Zielen gebraucht. Ich bin jetzt noch mit 61 AP da. Es steht 10 zu 11. Ja. Ich mache nichts mehr. 61 HP. Ich werde nur noch irgendwo rumstehen und gut aussehen. Super Pershing da unten mit 2 HP. Der ist auch gleich weg. Und es steht 10 zu 12. Na toll. Das heißt, die ISU steht rechts irgendwo beim bei der Camper-Halbinsel. Boah, KV 13. Ich kann nicht vor, weil ich bin super One-Shot. Man braucht mich nur schief anschauen und ich platze.
T69, sehr schön gemacht. So, und jetzt ist nur der Super Pershing und der Tiger 2 hat eigentlich keinen nennenswerten Schaden bekommen. Das heißt, den müsst ihr eigentlich schnell rausnehmen. Ich ziele dabei nach rechts, wo ich irgendwo die ISO erwarte. Und da die ISO eine sehr schlechte Sichtweite hat, ist ja ein Russe, fahre ich jetzt an dem Tiger 2 hinterher. Und der nimmt jetzt halt den E4 raus. Nein, er kriegt nur aufs Maul. Was macht der da? Okay, entscheide mich, dass ich jetzt halt vorfahre und... Ja. Er hat nicht schnell genug schalten können und ich habe ihn rausgenommen. Aber Tiger 2 ganz schlecht gemacht. Oh. Oh. Komme nicht ran. Lieber Tiger 2, hättest mal HE genommen beim Super Pershing. Aber egal, auch mit deinen 700 hättest du einen Schuss von der ISO nicht aushalten können. Soweit ich weiß, hat die 750. Korrigiert's mich bitte. Aber irgendwas so in den Dreh rum. Ja. Was machen wir jetzt? Captain fahren? Ich meine, wir sind beides One-Shots. Und ich bin noch am überlegen, wenn ich hier nach oben fahre. Denk mir aber jetzt, von hier aus bin ich eigentlich wunderbar treffbar von der ISO. Schau mal, ob die da vorne steht. Tut sie aber nicht. Oder tut sie vielleicht, aber ich mache sie nicht auf. Entscheide mich jetzt aber, dass ich nach unten fahre. Einfach weil ich davon ausgehe, dass sie sehr tief hinten drinnen stehen wird, wo es dann scheißegal ist, ob man von unten oder oben kommt, aber von unten noch ein bisschen bessere Chance hat. Oder aber sie steht ganz rechts, außen, wo man von unten bedeutend bessere Chancen hat. So, die Art, die fragt, was ich machen soll, ich sage erstmal, fahr vielleicht nach da hinten, weil da ist die Schussbahn kürzer. Sag zum Tiger noch, warte. Er wartet nicht. Ich muss mitziehen, damit ich eventuell das aufmache, was auf ihn dann gleich schießen wird. Ja, ganz toll. Und ich habe keine Schussbahn auf die ISO, aber ich weiß jetzt, wo die ISO steht. Immerhin etwas. Korrektur, es ist eine SU. Wie hätte ich immer. SU, ISU. Es sind ja Welten dazwischen. Jesus Christ. Was tun die in ihre Weinfässer? Ja, natürlich warte ich vor die Arti. Blödmann. Ich sollte nicht so viel auf den Chat reagieren. So, warten, warten, warten. Die ISU ist jetzt spätestens wieder feuerbereit. Die SU. Korrektur, SU. Arti ist jetzt feuerbereit. Und ich mache ganz kurzen Spot und das hier wird keiner gehört haben. Und macht das einzig Mögliche an dieser Stelle. Ich fahre direkt an den Hügel ran. In der Hoffnung, dass ich einen Proxy-Spot aufmache. Und da ist sie. Und jetzt halt einfach stehen bleiben. Und die Arti wirken lassen. Kette zerschossen. Er hat die Kette repariert. Das heißt, das nächste, worauf ich schießen werde, ist seine Kette. Er kann sie nicht mehr reparieren. Und so wie ich die TDs einschätze, haben die nicht wirklich auf Reparatur geskillt. Kette kaputt, er kann sie nicht mehr reparieren. Und ich lade schneller nach, als er reparieren kann. Kette sie nochmal. Und die Arti finisht ihn.
Ja, vom Ergebnis her. Das Ergebnis ist ja eigentlich wurscht für euch, die die Statistiken gerne anschauen. Schaut es euch an. Ich wollte einfach nur das Match zeigen, weil es ein sehr schönes Match war. Und an dieser Stelle natürlich, wie immer. Jetzt hat Panzermarsch!